herzlich willkommen wieder zurück bei Onas Hof. Dandolo ist in der letzten Folge bei der Krypta verschwunden. Und ich habe ihn auch nicht wiedergefunden. Das reimt sich ja sogar. Doch, gucken wir mal auf unser Charakterprofil. Wir haben 38 Lernpunkte. Das bedeutet, ich könnte mich jetzt mal eben zur Varan-Insel hinfetzen. Und bei Halvor Geschick lernen. Kostet jeweils 15 Lernpunkte. Wo ist denn Halvor? Hier ist er. Ja, wen haben wir denn da? Dandolo! Okay, dann hat er sich wieder zurück auf die Varan-Insel hingefleppelt. Also, okidoki. Ja, heute läuft's mal wieder gut. Halber, komm, bring mir mal ein bisschen mehr Geschick bei. Ja. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Und zwar Geschick. 15 Lernpunkte, Alter. Okay. Jetzt gut, für die. Jetzt. Nein, ist gut. Ich will erstmal gucken hier und rechnen. 23. Geschick 73, 5. Dann hätten wir 78. Dann habe ich noch 4. Ich will das wissen, ob ich dann den Dings beklauen kann, den Ritter da. Okay, nochmal. Ich. Also, Geschick nochmal 5 dazu. Das ist schön. Gut. Und Schnüss. Gucken wir nochmal nach. Ja, 8 Lernpunkte über und 78 Geschick. Oh, mal kurz gespeichert. Ja, dann ist sozusagen der Mythos nicht wahr, dass Dandolo dann zu der letzten Stelle, wo man ihn hingeschickt hat, das war ja zum letzten Mal bei Onas Hof. Hey. Tja, dann ist er immer wahrscheinlich, wird er wahrscheinlich immer auf dieser Insel. Warte auf mich. Wieso? Er ist ja noch im Follow-Modus. Also wird er immer auf dieser Varan-Insel wohl wahrscheinlich immer hingepfeffert werden, wenn ich ihn mal verloren haben sollte. Ja, dann werde ich mal mit ihm hier rüberschwimmen. Ah, tolle Nummer. Super klasse. Ja, dann Lolo, jetzt sind wir hier wieder ein bisschen in der Bucht. Jetzt werde ich dir sagen, warte auf mich. Warte auf mich. Ich gehe jetzt am besten alleine weiter. Gut. Ja, wo wir uns treffen. Und zwar, wir werden uns auf Onas Hof treffen. Warte auf mich, auf Onas Hof. Na gut, dann gehe ich mal los. Ja, aber beeil dich nicht. Pass auf deinen Rücken auf. Ja, dann werde ich mal wieder zum Leuchtturm hochgehen. Klettern. Wo waren die Leiter? Also, wir sehen uns dann. So, jetzt sind wir wieder auf Onas Hof. Das ist gut. Und dann gucken wir mal gleich. Ah, jetzt sind wir hier. Bevor wir runter zu Dandolo gehen und um zu vergewissern, ob er wieder da ist, will ich aber jedenfalls nochmal hier meine Geschichten aufbessern. Und zwar, wir brauchen sozusagen noch 2 Geschicklichkeitspunkte. Da muss ich allerdings jetzt leider auf meine 5 Goblinbeeren. Eine habe ich noch am Leuchtturm bei Constantino gekauft für 250 Gold. So, dann wäre ich auf 80 Geschick. Nicht wahr? Ja. Abspeichern. Und jetzt werde ich mal gucken, ob wir den einen Heinster beklauen können. Endlich mit 80 Geschick. Wobei, es ist ja früh morgens, ne? Genau, 6.39 Uhr. Da ist er. Gestern. Jetzt bin ich gespannt. Alles klar. Hervorragend. Also, man braucht mindestens 80 Geschick, um gestern den Schlüssel abzuluxen. Superklasse. Das hieße quasi, ich gehe rüber zu diesem... Was war das? Gerbrand war das. Ich gehe rüber zum Turm hier, da wo der... Ja, wo ist er denn? Der ist bestimmt drinne. Das Hakon, ja. Müsste ich sozusagen noch schlafen. Larius, richtig. Oh, quatschen wir mal an Verdammt, hier. Verdammt,
Was ist los? Ach, der hat geschlafen. Seid ihr nicht der Statthalter Larius? Ja, der bin ich. Zumindest war ich es mal. Aber jetzt bin ich wie alle anderen nur ein Flüchtling. Ah ja, okay, Larius. Dann penn mal weiter. Wir haben ja die Schlüssel jetzt. So, aber die sind ja natürlich jetzt hier. Erstmal gucken, ob ich die Armbrust überhaupt habe von dem Salford. Ja, Salfords Armbrust habe ich noch. So. Was passiert, wenn ich jetzt hier am frühen Morgen da reinschleiche? Nee, okay. Alles klar. Muss ich anders machen? Muss ich woanders schlafen? Boah, ich bin so gespannt, ob das dann klappt. Weil das wäre jetzt echt nagelneu. Wo penne ich denn dann? Ich will ihn ja mitten in der Nacht beklauen. Oder beziehungsweise nicht beklauen, sondern die Armbrust da in die Tüte stecken. Die Tüte stecken, ja. In die Truhe rein. Aber ich werde mal versuchen, indem ich mal hier ins Bettchen gehe. Dann werde ich bis Mitternacht schlafen. Okay, und erstmal hier die Lage sondieren. Und die Lage ist gut, liebe Leute. So, jetzt Jestans Truhe öffnen. Und Streit zwischen den Rittern Quest erledigen. Das Gold nehme ich schon mal an mich. So. Und da ist Salfords Armbrust. Die legen wir rein. Und dann kann die Intrige beginnen. Am besten machen wir das tagsüber. Leute. Endlich. Das ist jetzt richtig cool. Also bis zum nächsten Morgen schlafen. Ja. Na, Larius, alles gut? Ja, du, ich hab hier nichts gemacht. Hab nur geschlafen, ne? Ja. Ehrlich. Geil. Dass Ranga hier wieder da ist. Nein, ich muss erstmal mit den beiden Heinis quatschen da. Und zwar mit Jestan. Hallo, Jestan. Nee, okay, dann nicht. Dann machen wir es mit Salford. Salford, sorry. Es wäre schwierig, seinen Geldbeutel zu stehlen. Stopp mal, hab ich irgendwas übersehen? Zwei Streit zwischen den Rädern. So, ich werde nun Salfords Armbrust in Jestans Truhe verstecken. Vielleicht wird Salford heute noch in seine Truhe schauen. Am besten warte ich noch einen Tag und gebe dann Salford einen Hinweis, wo er seine Waffe wiederfinden kann. Also noch mal einen Tag schlafen. Das heißt, ich habe ja nur ein paar Stunden geschlafen. Okidoki. Mal speichern. Intrige kann beginnen. Sehr schön. Ja. Also noch mal eine Runde pennen. Auf jeden Fall mal klar. Also am besten gleich zum nächsten Tag. So, Larius sitzt da, hockt dann noch, also ist das Bettchen frei. Und dann sicherheitshalber bis zum nächsten Morgen schlafen. Dann sind wir sicher, dass wir wirklich einen Tag rum haben, obwohl man kann es hier auch nachgucken. Hier ist es 62. Tag, 8.01 Uhr. Und jetzt aber. Hoppla die Hoppla. Hoppla die Hoppla Fee. So, erstmal gestern gucken. Nee, ich sollte ja als erstes Salford quaken. Richtig. Wieder falsch gemacht. Aber jetzt... Ey, Salford! Er ärgert sich. Du scheinst dich über irgendetwas zu ärgern. Ja, verdammt! Hast du vielleicht meine Armbrust gesehen? Sie ist sehr alt und der Name Salford ist in ihrem Holz eingeritzt. Nein, tut mir leid. Wo hast du denn deine Armbrust aufbewahrt? In meiner Truhe natürlich. Und wo befindet sich deine Truhe? Im alten Wachturm. So? Seltsam. Ich habe dort gestern mit einer Armbrust gesehen. Er schien diese aus einer Truhe herausgeholt zu haben und war im Begriff, die Waffe in eine andere Truhe hineinzulegen. Was? Dann kann es sich nur um meine Armbrust gehandelt haben. Dann hat also gestern sie gestohlen. Na warte, du scheinheiliger Kerl. Wenn ich dich in meine Finger bekomme, dann kannst du was erleben.
Ich werde sogleich mal nachsehen, ob Jestan sie in seiner Truhe versteckt hat. Geil. So, dann wollen wir mal gucken hier, Salford. Also, wenn ich so ärgerlich wäre, dann würde ich doch hier mal ein Stück rennen. Ah, trotzdem gucken wir mal nach. Los, Salford. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen hier. Für Enos. Ja, für den König. Los, Salford, mach mal hier ein bisschen schneller hier. Lalala, lalala. Und jetzt fängt es an zu plattern hier, oder was? Ja, fängt wohl an. Ja, Herr Salford. Und guck mal gleich nach deiner Truhe hier. Guck mal. Und jetzt? Hey! Hast du deine Armbrust gefunden? Hast du deine Armbrust gefunden? Ja! Gestern hat er sie tatsächlich in seiner Truhe versteckt gehabt. Mit dem Kerl bin ich fertig. Das kann ich dir sagen. Ja, sehr gut. Warte mal. Hast du noch was? Nee, nur im Geldbeutel. Könnte man ja stehlen, wenn man... Hä? Wo willst du nun jetzt hin? Wo will er denn jetzt hin? Hallo? Nee, okay. Lassen wir mal oben auf dem Turmplateau ausharren. Jetzt gehen wir mal zu dem anderen Ritter und fragen nach seinem Befinden. Na du Heinz, gestern. Kann ich dich mal was über Salford fragen? Über Salford? Lass mich bloß in Ruhe. Wieso? Ich denke, ihr seid die besten Freunde. Das war einmal. Mit dem Kerl bin ich fertig. Genau, mit dem Kerl sind wir fertig. Gibt's denn noch eine Option? Nein. Ha! Jetzt können wir unserem Ranga die frohe Kunde tun, dass der Plan funktioniert hat. Mein Plan hat funktioniert. Salford und Gestan sind nicht mehr gut aufeinander zu sprechen. Das ist ja großartig. Hoffentlich werde ich jetzt von den beiden in Ruhe gelassen. Ich glaube schon, da die beiden Ritter jetzt so sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Und wenn nicht, so kannst du dich jetzt viel besser gegen sie durchsetzen, indem du beide gegeneinander ausspielst. Ich danke dir. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Nimm zum Dank diese 50 Goldstücke von mir. Mehr kann ich dir leider nicht geben. Kein Problem. Ich habe dir gerne geholfen. Ja, okay. Dann dürften wir diese Quest wohl erledigt haben. Gehen wir auf erfüllte Mission. Streit zwischen den Rittern. Erledigt. Perfekt. Na, nochmal streiten. Speichern. Jep. Was gibt's als nächstes zu tun? Große Frage, was kommt dann? Dann werde ich mich mal rübersputen runter zu Onas Hof, um zu gucken, ob Dandolo da steckt. Ei, wen haben wir da? Da ist er, der Dandolo. Dandolo, du am besten mal mitkommen, bitte. Komm mit. Auf geht's. Bei diesem Rege wäre der hier. Was machen wir denn? Wollen wir entweder zur Krypta hin? Krypta, ja. Da hinten die Krypta, da wollen wir doch mal hin. Das ist es zwar nicht, aber ich will wissen, was hier los ist. Hier steht jetzt plötzlich einer oder hier stehen mehrere. Hier steht zum Beispiel Talbin, ein Söldner und noch ein Söldner. Ein Fester. Mal gucken, was Feste macht. Hallo, was machst du hier? Ich bereite mich auf den Kampf vor. Und weiter? Gibt's noch was? Nö. Gut. Mal gucken wir mal, was Talbin zu sagen hat. Hallo. Hallo und dann alles klar, immer? Nein. Alles klar? Ja, danke. Ich komme schon zurecht. Ja. Was ist, wenn wir hier reingehen? Ja, schauen wir mal. Hier schön trocken. Silberner Kerzenständer. Mal kurz speichern. Silberner Kerzenständer wird mal gleich mitgenommen. Eine goldene Schale, die nehmen wir auch gleich mit. Und noch einen silbernen Kerzenständer. Ja, sonst gibt's hier nichts. Kein Schalter, kein gar nichts. Oder wie, oder was, oder was, oder wie. Oder hier...
das Ding hier irgendwie? Nö, da ist nichts. Und wer da steht, weiß ich nicht. Okay, dann gehen wir zur richtigen Krypta. Bruder Ndolo, jetzt wären wir hier an der Krypta. Schauen wir mal, was haben wir denn hier alles? Geh mal direkt rein, was? Oh, oh. Hier gibt es bestimmt Schalter. Hier ist ein Schalter. Und da ist ein Schalter. Und ein Dolochen. Siehst du das? Es erhebt sich was. Es dreht sich. Oh, dein Dolo sinkt ab. Oh, weia. Oh, weia. Speichern. Dramatische Musik im Hintergrund. Ich kann nur hoffen, dass Dolo jetzt hier auch runterspringt. Oder auch nicht. Kommt, Dandolo, wo bist du denn? Hier bin ich. Danke dir. Und rein. Oh, weia. Oh, weia. Gut. Oh, hier gibt es noch Sachen. Was ist das? Alter Brief von Ivan. Ivan dem Schrecklichen? Oder wie? Oder was? Oder was? Oder wie? Gucken wir mal eben. Vergils Hinweise. Ach, das ist eine Rolle, ist das. Mit zittriger Schrift geschrieben. Soll ich das Siegel brechen? Ich breche es mal. Ich habe versagt. Meine Bemühungen Inubis, Ägypten, auf dem Pfad der Rechtschaffenen zurückzubringen, waren vergebens. Erst dachte ich, sei tot, doch es steckt noch Kraft in den alten Knochen Ivans. Inubis ist wieder auferstanden von den Toten, verbannt vom alten Orden der Paladine, sind er nur noch nach Rache für seinen Fluch. Viele seiner Anhänger sind ihm gefolgt. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte, dass ein Feldherr wie Inubis so dem Bösen verfällt. In dieser Krypta habe ich sein Grab gefunden. Oh Gott, doch ob ich jemals einem Menschen davon berichten kann, ist nicht gewiss. Darum schreibe ich diese Zeilen in der Hoffnung, dass sie jemals gefunden werden. Also, seid gewarnt, ein mächtiger Feind streckt seine Klauen nach den Seelen der rechtschaffenen Inubis. Wird nicht der Letzte sein, möge ihn aus eure Seelen beschützen. Ja. Du weißt, du warst, Ndolo. Hier geht's gleich mächtig ab. Hier geht's gleich mächtig ab. Oh. Oh, weia, oh, weia. Erstmal die richtige Waffe ziehen, falls es durchgehen sollte. Okay. Mir vorst. Ja! Guck mal. Hör mal. Irgendwer hat doch schon seine Waffe. Oh. Schon wieder so ein Mistvieh. Okay. Irgendwie lief das nicht gut. Ja, da müssen wir dich mal in deinem Kampfverhalten noch ein bisschen offensiv stellen. So, Ndolo. Was hüpft da in der Krypta? Ganz viele Skelette. Schauen wir mal. Warten. Ja. Wurde gezogen. Ich halte dir den Rücken frei, Ndolo. Nicht so. Okay. Oh. Wehe. Bastiger Zweihänder geschärft. Bastiger Zweihänder geschärft. Skelett. Noch ein Skelett. Hoffentlich geht das da jetzt richtig ab hier. Ich sollte mal was essen, was trinken. Oh, war ja. Trinken wir mal was. Zieh doch die Waffe, Jung! Shit. Mist! Nicht gespeichert! Kacke! So, weiter geht's. Ich lass mal den Herrn machen. Da drüben. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass irgendwann mal... Hallo, ich brauche eine bessere Sicht darauf. Oh Mann. Ich bin hier und gucke zu. Oh, er hat viel zu tun. Armbrust, wie sieht es mit Dandolos Leben aus? Hallo? Oh, das sieht schlecht aus. Das ist nicht so toll gewesen. Eben mal reingezappt. Jetzt hat er auch den dritten erledigt. Also, ich muss noch mal eben kurz hier Ndolo auf Kampfverhalten offensiv stellen. Nach jedem Neustart ist mir aufgefallen, dass er irgendwie dann passiver ist. Oder wieder passiv ist. So.
Da ist nicht zu holen. Ja, ich weiß. Wir werden das nämlich folgendermaßen machen, oder beziehungsweise ich werde das folgendermaßen machen, erstmal abspeichern. Und dann peu à peu hier die Krypta reinigen. Denn da hüpft da mir viel zu rum in der Krypta. So. Hier können wir zum Beispiel schon mal hier in die Kreuzung gehen. Oh, oh. Jetzt hier rüber gehe. Oh, war ja. Okay, da ist auch einer. Mensch, Dandolo, mach was. Schon wieder so ein Mistvieh. Oh, zwei Stück. Ich habe den Feuerball jetzt mal gezogen. Da hinten ist ein Skelett. Gucken, ob der Feuerball was ausrichtet. Schon wieder so ein Mistvieh. Nee, das ist jetzt doof. Der Feuerball bringt überhaupt nichts. Oh, Dandolo. Bleib am Leben. Bitte bleib am Leben. Das sieht gut aus. Aha. Abspeichern. Wo sollen wir es wagen? Okay. Hier ist noch ein... Das ist Dandolo. Der ist jetzt wieder hier in Wartemodus drin. Nicht zu holen. Wo hast du denn was erspäht? Viel zu schwierig. Oh oh. Mist. Jetzt bleibt Dandolo natürlich da hängen. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Aha, ich habe neu geladen und er hat natürlich seinen Bogen wieder eingesteckt, was natürlich sehr gut ist. Okay, mein Gott, entschuldigt bitte hier diese unaufgeräumte Krypta. Ich muss erstmal gucken, dass man hier ein bisschen... Nicht zu plündern. Ja, ein bisschen was nicht kriegt. Nicht zu plündern. Das kann ich alles später machen, finde ich. Oder, wenn ich schon mal hier bin, speichern. Und Dandolo geht's dir noch gut. Ja, ein bisschen hat er was einstecken müssen. Okay, da hinten steht zum Beispiel ein 1 da, geradeaus. Also hier, verdammt. Gucken wir mal, ob wir hier reinkommen, ohne dass... Oh. Nee, das. Ja, okay. Dandolo, wo bist du denn? Hier ist er. Schon wieder so ein Mistvieh. Okay, danke dir. Oh. Oh, kam von hinten noch einer an. Wow, Dandolo. Ohne dich wäre ich echt auf den Boden aufgeschmissen. Speichern. Jawohl. So, da ist eine Truhe. Hier ist noch ein niederes Skelett. Gibt es hier noch ein anderes Skelett? Ja, da war doch was. Ach, Dandolo, du stehst mir im Weg. Ach, diese alten Knochen hier. Truhe. Hm? Da ist nichts drin. Da soll auch nichts drin sein. Hat ja vorher der Held im Originalspiel weggeballert, ne? So, jetzt gehen wir gleich mal rechts rum. Speichern natürlich. Man kann ja nicht oft genug speichern. So, dann war hier rechts noch irgendein Skelettchen. Oh Gott, ich hätte was essen sollen. Ja, da ist er. Dandolo, schau mal. Schon wieder so ein Mistvieh. Ich muss immer einen einstecken hier. Oh, sorry. Noch zwei hier drin. Meine Herren, nein. Ey, 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 ey. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Ich fass es. Okay, und wieder speichern. Mühsam ernährt sich das Skeletthörnchen. Nein. Oh, Manometer, Manometer. Ich fass es irgendwie alles nicht. Ist hier noch was versteckedeit? Nein. Nur hier noch eine Truhe. Die natürlich auch leer ist. Okay. Gut, bis hierhin sind wir gekommen. Bin gespannt, wie viele wir denn noch haben. An Skeletten. Aha. Werde ich dann mal im Off... Ah.
Mann. Oh, Zweie! Dandolo, greif ein! Du sollst doch nicht in den Himmel beten, Roland. Schon wieder so ein Mistvieh. Dreie, Mannometer. Wieso macht der Dandolo nix? Okay. Bleib ich auch noch stehen, ey. Dandolo, mach ihn alle. Sehr gut. Nochmal Nachschlag gegeben. Speichern. Dann schauen wir doch mal, was wir hier noch finden können. Rostige Schwedge. Ja, die niederen Skelette. Wozu brauche ich Knochen? Wozu brauche ich Knochen, ne? Warum ich brauche Knochen? Ich brauche keine Knochen. Rostige Waffen könnte man ja hier sowieso noch ein bisschen verscherbeln. Ja, ich würde mal sagen... Ja, hier kann auch nichts drin sein, ist klar. Die Krypta ist gereinigt, aber wo ist der Anubis? Nicht Anubis, so wie dieser ägyptische Gott. Ach, hier gibt es ja noch was. Was? Grundstöckel. Was wächst denn hier Grundstöckel in der Gruft? Sehr, sehr komisch. Ja, nochmal die Regale hier abklappern. Also das finde ich jetzt echt mega, mega unkomisch. Stopp mal, jetzt muss ich mich wieder reorientieren. Genau, richtig. Hier gibt es nichts. Kann sein, dass ich wieder irgendwas vergessen habe. Außer ein scheiß rostiges Schwertchen hier. Okay, hier gibt es auch nichts. Truhen sind nichts drin. Wo ist denn dieser Anubis hier? Ist er hier nicht drin? Ich hab den Brief so verstanden, dass er seine Gefolgsleute waren. Okay, dann gehen wir mal wieder Richtung Ausgang. Aber hier nochmal hier die Regale begutachten. Gibt's nichts. Gibt's nichts. Hier lag der Zettel mit Anubis. So, Dandolo. Oh, bitte. Kommst du mit? Hallo, hochkommen. Das wird jetzt schwierig. Na, dann machen wir es anders. Wo soll ich jetzt hin? Du sollst nicht zur Varaneninsel hin. Ich muss Dandolo suchen, Leute. Da ist er doch. So, und pass mal auf. Du wartest hey, du. Auf mich im Feuer. Nein. Und zwar... Warte auf mich. Am besten ich gehe Onas. Jetzt am besten alleine. Ja. Gut. Auf Onas Hof. Warte auf mich, auf Onas... Na gut. Dann geh mal los. Bin mal gespannt, wie er das jetzt hier macht. Während er... Mal gucken. Ja, er tapert da rum. Er ist irgendwie zu faul, hier hochzuklettern. Ja, mit Anubis ist hier nichts. Ich könnte ihn ja einsperren, aber ich glaube nicht, dass die Schalter wieder zum Zumachen gut sind. Tja, in dieser Folge haben wir schon ein bisschen was gesehen, ein bisschen was geschafft. Und mit den Trollen, das werde ich in der nächsten Folge machen. Versuche mit Dandolo die Trolle da beim Waldgeist da unten da am Fuße zu erledigen. Ich bedanke mich für euer Zusehen und gebt mir ein Kommentarchen oder auch zwei, einen Daumen oder auch drei. Ich verabschiede mich, sage Tschüssi.